Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warships Spieler und das ist meine Kongo, das japanische Schiff, kein afrikanisches Schiff. An Kongo denke ich immer an das Land Kongo, aber ist egal. So, warum das Gerät Kongo heißt oder das Schiff, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, es wurde 1913 gebaut und 4 Schiffe von diesem Typ wurden gebaut. Ich glaube, die Kongo müsste jetzt auch schon voll ausgerüstet sein bei mir. Hat ein Katapult, Flugzeug, ja, und hat, ja, das Hauptziel oder das Wichtigste an diesem Schiff ist, kämpf nicht im Nahkampf gegen andere Schlachtschiffe. Ich finde, die Panzerung ist sehr schwach. Darum werden wahrscheinlich viele nicht dieses Schiff spielen oder nicht mögen. Es ist eigentlich ein Sniper. Ne? Also wir haben auf Stufe 5 haben wir eine Hauptbatterie mit 21,2. Das hat meine Bismarck noch nicht mal mit Stufe 8. Die ist nämlich bei 19,3, aber die ist noch nicht ausgerüstet oder so. Noch nicht verbessert. Wie gesagt, das ist hier der große Vorteil natürlich. Mit den Aufklärer kommen wir noch auf 23 Kilometer und ein paar zerquetschte. Sekundärbatterie, ja, 4 Kilometer, nicht nennenswert. Flak, Maximalreichweite 5. Ja, Erkennbarkeit zu Wasser 16,2. Also ich benutze es hier als Sniper und ich bin schon viel zu nah an den Feind gefahren. Das Schlimme ist, eigentlich auf diese Schiffe hier, auf Kreuzer oder so, braucht man gar nicht versuchen. Meistens weichen die Feuer aus. Und zwar zu kurz. Oh. Die wären gut gekommen. Der ist nicht ausgewichen. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja. Ziele erstmal auf viele Ziele. Dann versuche ich nochmal. Jetzt muss er ausweichen. Das, ja, das habe ich richtig gemacht, dass ich nicht drauf geschossen habe. Denn dann können wir uns die... Oh, der steht, oder? Der fährt. Ich glaube aber nicht schnell. Versuchen wir es mal auf der Texas. Ah doch, könnte jetzt volle Fahrt aufgenommen haben. Der Stand gerade ist... Oh, da kommt was. Ja, 2 Treffer. Schütze haben wir 4, also 2 von 8. Bisschen wenig, aber wie gesagt, Snipern kann ich nicht so gut. Also wenn es da Profis gibt, die schießen können, nicht so wie ich. Also ich bin ein Perfektionist im Überleben schießen. Aber wenn es jemand gut kann, dann hat er bestimmt jede Menge Spaß. Und bei Schlachtschiffen auf der Distanz sollte man eigentlich, finde ich immer, Brandmunition benutzen. Fährt doch nicht schnell hier, ne? Versuch's mal nochmal. Und können wir mal auf Brandmunition gehen? Ja. Drüber, vor, hinter und und. Ganz gutes Streuverhältnis. Ich glaube, wir drehen hier einfach mal weg. Eine Salbe, dann drehen wir mal komplett. Wir sind hier eindeutig zu nah am Feind. ...0,5 war, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt drehen wir mal auf die Kanönchen. Haben wir es aufgeklärt? Oh. Da drehen wir zur rechten Zeit. Da versteckt sich die Normandy. Fuck you. Hat er gut gemacht. Nice. Dreh dich. Oh, dafür haben wir ein bisschen die Normandy. Aber brennt nicht, schade. Gut, da haben wir Glück gehabt.
dass wir da jetzt nicht von den Torpedos geschoben werden. Jetzt fährt er. Kleiner Drecksack. Ich glaube, die Normandie war nicht lahm. Die ich nämlich jetzt. Oh, Glück gehabt. Mit 7,5. Ja, wäre man, glaube ich, bei 10 besser dran gewesen. Wer ist jetzt hier vom Gas gegangen, ne? Ja, doch. Drehen nochmal. Eine Aufklärung wäre nicht schlecht. Ich glaube, meiner. Hält er? Ist fast gerade. Scheiße, der hat gebremst. Ich trinke mal einen Schluck. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber wir machen hier keine Punkte. Das ist, gefällt mir nicht. Colorado, pass auf. Da ist ein Zerstörer. Der zerstört gerne. Oh, jetzt sehen wir eindeutig, er fährt zurück. Der mit der Normandie ist nicht schlecht. Also kann man jemand sagen, was er will. Scheiß Zerstörer. Ach Mann. Ein Ausfall, toll. War, wie ich geschossen habe. Schauen wir mal. Irgendwie treffe ich gerade gar nichts. Knapp, knapp. Toll, wir gewinnen und ich kriege keine Punkte. Es ist echt nice. Du willst gerade fahren, du willst gerade fahren. Nein, du willst, er dreht wahrscheinlich noch mehr. Ach komm. Wir gehen jetzt rein. Noch mal bestimmt ein paar Punkte mitnehmen hier. Verdammt, falsches Schiff. Das wollte ich. Das wollte ich. Ja, das war eine gute Salve. Hat leider nicht viel Schaden gemacht. Unser Sieg ist in Sicht. Aber es kam alles gut an. So, ich fahre jetzt nur näher ran, weil wir eh gewinnen und ich schlecht gelaunt bin. Das kann auch. Bevor die Kollegen hier alles. Bevor das Match zu Ende ist. Gut, das Streuverhalten ist echt der Hammer. Ich glaube, das ist noch nicht voll aufgewertet, das Fahrzeug hier. Das ist die Kombination zwischen nicht so gut schießen und Streuverhalten. Das müsste man vielleicht verbessern. Zwei Treffer. Das ist nicht viel.
Yes! Endlich! Kümmert ihr euch um den Zerstörer? Ich kümmere mich um Nelson. 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 Ja, nur zwei Nelson. Ja, jetzt kriegen wir auch Feuer. Vielen Dank. Ich schulde Ihnen was. Gehen wir mal ab. So, Miyoko. Du willst meine Kugeln spüren. Das kriegst du auch. Hier, komm, 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 komm. Jetzt dreht er ab. Na? Schöner Treffer. Leider der einzige. Weil doch ein Abpraller war, glaube ich, noch gerade. Normandy. Ich glaube, Normandy hat keine Torpedos. Ah, scheiße, schon gewonnen. Verdammte Axt. Punkte habe ich aber nur gemacht, weil ich Premium habe. Ich weiß nicht warum. Ich habe gestern eine Runde angespielt. Die ganze Zeit auf die Nase gekriegt. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und dann heute mache ich an. Und hä? Noch 11 Stunden Premium? Was los? Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ja, sonst hätte man nicht so viele Punkte. Also, weiß nicht. Mit 52.000 Punkte, ich glaube, so viele Höhenpunkte hatten wir auch circa. Aber trotzdem hätte ich doch mehr Schadensoutput gewünscht. Ansonsten, wir haben gewonnen. Dann haben wir das zählt, Punkte gemacht. Und ja, die Kongo ist ein nettes Schiff. Aber wie gesagt, das ist eher was für Scharfschützen. Und ich brauche mehr so Schiffe wie Ballerbuden. Ballerbuden oder Schiffe mit Torpedos. Das ist so mein Ding. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten, das Video. Und wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren und liken und kommentieren nicht vergessen. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.